Es ist n Fakultät gleich 1 mal 2 mal 3 mal Pünktchen, Pünktchen mal n. Also n Fakultät ist immer das Produkt der ersten n natürlichen Zahlen. Welchen Rest lässt die Zahl 1 Fakultät plus 2 Fakultät plus 3 Fakultät plus 4 Fakultät plus bis plus 10 Fakultät bei Division durch 5? Ist es der Rest 0, 1, 2, 3 oder 4? Herzlich willkommen zu Jagd Mr. X. Ich möchte mit euch die Aufgabe C1 des Känguru-Wettbewerbs 2004 für die Klassenstufen 7 und 8 lösen. Wenn wir herausbekommen wollen, welchen Rest diese Summe bei Division durch 5 lässt, dann sollten wir uns zunächst einmal diese einzelnen Summanden genauer anschauen. 1 Fakultät ist einfach 1. 2 Fakultät ist dann 1 mal 2, ergibt 2. 3 Fakultät ist 1 mal 2 mal 3 und das ergibt 6. Und so können wir uns die einzelnen Fakultäten weiter in ihrer Produktdarstellung aufschreiben und dann auch berechnen. Interessant werden dann vor allen Dingen die Fakultäten ab 5. Schaut euch einmal die Fakultät 5 in Produktschreibweise an und die Fakultät 6 in Produktschreibweise. Und stellt euch dann mal die Fakultät 7 und 8 und so weiter vor. Fällt euch etwas auf? Es geht um den Rest bei Division durch 5. Und bei der Fakultät von 5 ist es so, dass der Faktor 5 vorkommt. Wir haben 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5. Und bei 6 Fakultät, da kommt der Faktor 5 ebenfalls vor. 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5. Und dann natürlich auch bei 7 Fakultät. Da haben wir nachher 5 mal 6 mal 7. Oder auch bei 8 Fakultät. Das heißt, für Fakultäten größer gleich 5 kommt immer auch der Faktor 5 vor. Und was bedeutet das für die Division durch 5, für den Rest? Das heißt, all diese Fakultäten größer gleich 5 sind Vielfache von 5. Denn schaut mal, 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 können wir auch schreiben als 24 mal 5. Und hier kann man jetzt sehr schön sehen, dass 5 Fakultät tatsächlich ein Vielfaches von 5 ist. 5 Fakultät ist das gleiche wie 24 mal 5. Und ebenso ist es für 6 Fakultät. Hier hätten wir 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 6, das ergibt 144 und dann mal 5. Also alle Fakultäten größer gleich 5 sind Vielfache von 5. Und was bedeutet das für die Division durch 5, für den Rest? Wenn all diese Fakultäten Vielfache von 5 sind, dann lassen sie, oder anders gesagt, dann sind sie durch 5 teilbar. Und das wiederum bedeutet, dass sie bei Division durch 5 einen Rest von 0 lassen. Wir brauchen also all diese Summanden, 5 Fakultät, 6 Fakultät und so weiter, gar nicht betrachten. All diese Summanden lassen den Rest 0. Wir müssen uns also nur noch die ersten 4 Summanden anschauen und überlegen, welchen Rest lässt diese Summe. Und diese Summe, die können wir jetzt ganz einfach und schnell berechnen. Wir müssen also nur 1 plus 2 plus 6 plus 24 rechnen. Wir erhalten 33. Und welchen Rest lässt 33 bei Division durch 5? Wenn wir 33 durch 5 teilen, dann erhalten wir 6 Rest 3. Denn 6 mal 5 plus 3 ergibt 33. Und das wiederum bedeutet also, dass diese Summe mit diesen 10 Summanden bei Division durch 5 den Rest 3 lässt und die Antwort D ist die richtige. So, meine Lieben, und jetzt habe ich für euch noch eine zusätzliche Aufgabe, einen Bonus. Und zwar, was müsste denn hier herauskommen? Wir haben jetzt also eine Summe von 100 Summanden, alles Fakultäten. Und die Frage ist, welchen Rest lässt diese Summe bei Division durch 7? Ist es der Rest 0, 2, 4, 5 oder 6? Ich bin ganz gespannt auf eure Ideen und Lösungen. Alles Liebe, alles Gute, euer Jagdmeister X.